In Business TV präsentiert ATV Unternehmen aus Augsburg und Schwaben. ATV Gesundheit ist eine Kooperation von ATV und der Hessing Stiftung sowie der Hessing Park Klinik. Business TV. Hallo, herzlich willkommen. Im Jahre 1832 beschrieb der französische Chirurg Baron Guillaume Dupuytren zum ersten Mal eine Erkrankung des Bindegewebes, die zu krummen Fingern führte. Heute trägt diese Krankheit seinen Namen Morbus Dupuytren. Was da genau passiert, warum und wie die Behandlung aussieht, das sagt uns jetzt der Chefarzt der Handchirurgie der Hessing-Kliniken, Dr. Bernhard Rosé. Hallo, grüß Sie. Herr Kluckert, hallo. Ja, Dupuytren, was genau passiert da? Ja, Dupuytren ist eine Erkrankung, bei der in der Hand anfängt, plötzlich einen Knoten zu bilden. Oft geht es mit einem Knoten los, den man dann tasten kann in der Hohlhand. So in der Handinnenfläche, ne? Richtig. Und das hat auch keinen Auslöser normalerweise, sondern plötzlich hat man so einen Knubbel, den man da tastet. Der tut nicht weh. Aber so ist häufig der häufigste Start dieser Erkrankung. Es ist ein familiäres Geschehen häufig. Das heißt, bei den Patienten, wo so etwas entsteht, ist oft bekannt, dass die Eltern, die Großeltern irgendeiner ähnliche strenge Knoten in der Hand hatte. Mhm. Also eine familiäre Häufung kennt man. Und man weiß auch, dass die Genetik eine Rolle spielt, weil aus Untersuchungen die nordeuropäischen Völker haben es sehr häufig. Vielleicht kommt es von den Wikingern oder den Kaukasiern, weil die hatten es am häufigsten. Je weiter wir nach Süden kommen, desto geringer ist die Häufigkeit. Also hier in Bayern haben Sie kaum was zu tun. Süden heißt Süden. Südlich der Alpen. Okay. Nein, also es geht wirklich runter. Und in Afrika ist es extrem selten, auch bei den Asiaten ist es selten. Also die Genetik spielt eine Rolle bei der Erkrankung. Gibt es da irgendwie eine Verteilung Männer-Frauen, dass das irgendwie ungleichgewichtig ist oder ist es gleich verteilt? Nee, Männer trifft es ja häufiger. Männer. Ja. Ah. Und zwar im Verhältnis ungefähr 6:1. Also Männer sind da mehr betroffen. Beim Karpaltunnelsyndrom waren es ja mehr Frauen, bei Morbus Dupuytren mehr Männer. Bei Männern fängt es auch ein bisschen früher an, so 50. Lebensjahr grob kann es losgehen. Bei Frauen ist es häufig nach dem 60. Lebensjahr, dass es startet. Und da hat nichts damit zu tun, dass man schwer mit der Hand arbeitet oder irgendwas Blödes macht, sondern das ist unabhängig davon, oder? Nee, unabhängig ist es nicht. Also diskutiert wird es. Keiner weiß genau eben diese Ursache, aber diskutiert wird durchaus auch eine stärkere Belastung der Hand. Aber man muss ja die Hand trotzdem ja belasten. Also man kann ja die Hand nicht schonen. Mhm. Aber eventuell spielt eine Belastung eine Rolle. Was man auf alle Fälle weiß, ist Verletzungen. Verletzungen, auch Operationen, können den Morbus Dupuytren auslösen. Mhm. Also irgendwo da spielt dann eben schon die Belastung, vielleicht auch ein leichtes Trauma, eine Rolle bei der Auslösung. Und die Knubbel, die liegen ja nicht irgendwo, sondern die liegen an diesen Strecksehnen der Finger, ne? Das sind nicht die Sehnen. Also da laufen ja die Beugesehnen entlang in der Hand vorne. Und die Sehnen sind nicht betroffen. Die Sehnen sind völlig unauffällig. Ja. Sondern es ist das Gewebe. Ich habe hier ein Modell mitgebracht. Ja, weil die Finger ja langsam so einrollen. Richtig, richtig. Deswegen denken viele, es sind die Sehnen. Nein, die Sehnen haben damit wirklich nichts zu tun. Sondern es geht um dieses Gewebe hier, das so grau dargestellt ist. Das Gewebe ist Bindegewebe. Dass die Hand, die Strukturen, die drunter liegen, ich kann das ja mal abnehmen, hier sieht man die Sehnen und die Arterien und die Nerven und Muskeln schützen. Weil wir wollen ja mit der Hand zupacken. Das heißt, wir brauchen da so einen Schutzmechanismus, der den Druck nimmt und scharfe Gegenstände abmildert. Und das ist eben dieses Gewebe. Und genau dieses Gewebe ist aber auch Ausgangspunkt des Morbus Dupuytren. Okay. Und diese Knötchen, die da entstehen, das ist Bindegewebe, das verklumpt? Oder wie muss man sich das vorstellen? Es fängt an zu wachsen. Es ist jetzt kein klassischer Tumor, das nicht, sondern vielleicht eher wie eine Narbenbildung, die überschießt, wie nach Verbrennungswunden oder so. Also dieses Gewebe, häufig eben in dieser Region, da wo es so ein bisschen länglich verläuft, da geht das hier los, dass das Gewebe plötzlich proliferiert, sagen wir Mediziner. Das heißt wächst, die Zellen vermehren sich, sie werden aktiv und bilden dann mehr Bindegewebe. Auch meistens so ründlich, oder? Genau, am Anfang eben ganz lokalisiert, deswegen dieser Knoten, der derb ist, das ist Bindegewebe, das ist fest, das ist hart und den kann man dann auch tasten. Und wächst das dann kontinuierlich weiter? Also das heißt eine extrem fortschreitende Krankheit, wo man sagen kann, ja nach 4 Wochen ist der Finger da? Ja, glücklicherweise nein, also sehr gut nein. Es läuft in Schüben und völlig individuell. Also kein Mensch kann Ihnen prognostizieren, wie es bei Ihnen verläuft, weil die Erkrankung unglaublich weit differiert in der Prognostik. Also der Knubbel kommt mal, wächst dann aber eventuell über viele, viele Jahre nicht weiter. So ist es. Also der Knubbel kann bleiben über Jahre bis
irgendwann. Und kann aber auch sein, dass der plötzlich anfängt, zum Strang zu werden. Also auch diese Schübe, die Aktivität lässt sich nicht vorhersagen. Mhm. Und wenn es aber so einen Schub gibt, dass der Knoten plötzlich zum Strang wird, dann kann es aber auch relativ schnell gehen. Dann kann es sein, dass der Finger in kürzester Zeit sich reinzieht durch diese, durch diesen Narbenstrang. Und das lässt sich eben nicht prognostizieren. Mhm. Aber man hat ja auch keine Schmerzen und wenn dann nur der kleine Knubbel ist, dann muss man auch nichts tun, oder? Den kann man einfach drin lassen. Richtig. Es ist so, dass wir sehr zurückhaltend sind, weil man diese Erkrankung nicht heilen kann. Sie kommt aus dem Körper raus, Genetik, wie gesagt, und sie kann jederzeit an allen Stellen auftreten. Wenn wir den Knoten rausnehmen, kann es sein, dass ein halbes Jahr später noch was Größeres da ist und die Operation selber würde ja auch wieder einen Trigger setzen, dass es schlimmer wird. Deswegen ist man zurückhaltend. Und empfehlenswert ist absolut, diesen Knoten nicht zu reizen, weil jeder Reiz zum Wachstum führt. Das also heißt nicht eben nicht rummassieren. So ist es. Nicht massieren, nicht dehnen, nicht reizen. Also ignorieren dieses Knotens ist sicherlich das Beste, was Sie tun können. Wir schauen uns mal viele Bilder an, die Sie uns mitgebracht haben. Vielleicht machen wir zum Bild dann auch immer gleich Therapie, ob ja oder nein und wenn ja, wie. Das ist eben so ein typisches Anfangsstadium, was wir hier sehen. Auch typisch am Ringfinger. Also Ring- und Kleinfinger sind die am häufigsten betroffenen Fingerstrahlen. Und genau hier in dieser Roland-Beuge-Falte, an dieser Stelle geht es häufig los. Das heißt, da spürt man plötzlich eben so eine Verhärtung, in dem Fall schon sichtbar, die da ist, die vorher nicht da war. Das ist ein klassischer Morbus Dupuytren. Nicht schmerzhaft. Muss aber gar nicht so groß sein und so sichtbar sein. Ne? Nee, das ist jetzt nur ein Bild, aber das fängt ja ganz klein an. Und was problematisch sein kann an der Stelle, ist nur, wenn dieser Knoten auf die Sehne darunter drückt. Dann kann es tatsächlich zu Entzündungen kommen. Das wäre aber schon eine Komplikation. Normalerweise ist das eben völlig schmerzlos und die Funktion der Finger ist frei. Und da kann man eigentlich auch sagen, jetzt weiter beobachten, wenn es weiter wächst, kommen Sie nochmal wieder. Ansonsten. Richtig, also alles da gut. Würde man jetzt operativ nicht eingreifen. Was man empfehlen kann, was ich auch gern tue, ist aber off-label. Das heißt, es ist nicht, steht jetzt nicht in der im Beipackzettel, aber Silikonsalbe. Mhm. Silikonsalbe hat nachweislich einen guten Effekt auf Keloide. Also das ist ja auch eine Hypertrophie mit Narbe. Und es ist durchaus möglich, dass Silikonsalbe den Knoten weich hält und eben die Progression verhindert. Auch bei Narben, glaube ich. Ne? Das ist eine Narbensalbe. Genau. Aber kommt die denn hier durch diese dicke Haut durch? Die Silikon dringt ein und macht vor allem eine erhöhte Feuchtigkeit in dem Bereich. Ja. Und die erhöhte Feuchtigkeit, die führt auch dazu, dass eben die Narbe dann eventuell, dass sie ja letztlich nichts anderes ist, nicht weiter wächst. Das ist eine einfache Methode, wie man halt verhindern kann, dass es eben eine Progression gibt, ohne invasiv zu werden. Schauen wir das nächste Bild an. Nächste Stufe sozusagen oder Stadium. Ja, da sieht man jetzt den Übergang von dem Knoten hier, hier über die Einziehungen, dass jetzt anfängt, ein Strang zu wachsen, sich auszubilden. Wie gesagt, das sind nicht die Sehnen, wie man nicht das immer denken könnte, sondern weil eben so ein Strang entsteht, denkt man das immer schnell. Dieses Gewebe, richtig. Das ist ein Strang, der über der Sehne liegt. Die Sehne ist völlig unbehelligt darunter. Und hier sieht man eben beginnend diese Strangbildung, hier auch ein bisschen. Also das ist dann schon... Ach so, kann auch gleich mehrere Finger betreffen. Leider, leider. Also wer eine, sagt man dann, eine ausgeprägte Dupuytren-Diathese hat, das heißt eine schwere Neigung dafür, die gibt es leider. Da fängt auch die Dupuytren-Erkrankung durchaus im 30. Lebensjahr an. Da kann das alle Finger betreffen, den Daumen, also das kann die ganze Hand betreffen, das gibt es auch am Fuß. Also das kann dann richtig schlimm werden. Mhm. Okay. Würden Sie da schon eingreifen? Oder würden, wäre das operativ jetzt was? Nein. Okay. Nein. Also auch das ist zu harmlos. Wie gesagt, solange man alles strecken kann und Faust machen kann, es tut nicht weh, wäre das immer noch kein Grund, jetzt operativ tätig zu werden. Also wir sind noch im Bereich Silikonsalbe. Richtig. Okay. Dann kommt das nächste Stadium. Genau, jetzt sieht man, wie sich jetzt beginnend tatsächlich ein Strang bildet. Man sieht es von hier bis darauf. Das ist jetzt eine Strangbildung. Und hier sieht man auch die Verfärbung der Haut durch Zug in der Haut, die Fasern. Das wächst in den Finger auch rein. Ne? Das wächst im Finger dann weiter. Das kann bis darauf gehen. Und führt dann eben zu diesen Einziehungen der Haut, weil diese Fasern halt überall reinstrahlen, in den Beugesinnkanal, in die Haut. Ist da die volle Streckung noch möglich jetzt da? Knapp nicht mehr. Also hier war es knapp nicht mehr möglich. Aber immer noch kein Grund einzugreifen an der Stelle. Man hat so sich Regeln geschaffen, wo man dann empfiehlt einzugreifen. Das ist im Grundgelenksbereich 30 Grad. Also wenn man 30 Grad nicht mehr strecken kann, ab diesem Zeitpunkt könnte man dann sozusagen aktiv werden, weil ab da wird es störend. Okay. Ab da wird es dann störend. Und da gibt es jetzt drei grundsätzliche Möglichkeiten. Eine sogenannte Nadelfasziotomie, sprich man geht mit einer Kanüle an diese Stelle hier ran und wenn der Strang jetzt stärker ausgeprägt ist, würde man mit der Nadel den Strang einfach durchtrennen.
machen die Franzosen sehr gern, weil es minimalinvasiv ist. Und dadurch, dass sie den Strang durchtrennen, das ist ja nicht eine Sehne, das ist ja ein Narbenstrang, führt es dazu, dass der Finger wieder einfach besser streckbar ist. Sehr einfache Methode, sehr effektiv. Aber Sie haben ja vorhin gesagt, dass man es nicht verletzen soll, weil es sonst schneller wächst. Und so. Ja, es geht ja schon, wenn es höhergradig ist. Ja. Okay. Also, dann ist es wurscht. Genau, weil dann ist ja eh schon so, dass man was machen muss. Da gibt es eine Spritze, die allerdings in Deutschland jetzt nicht erhältlich ist. Eine Spritze aus Amerika mit Enzymen. Und diese Enzyme sind auch in der Lage, hier diesen Strang aufzulösen an einer Stelle. Da muss man da sehr vorsichtig sein, weil die Enzyme halt auch die Sehne angreifen können und Gefäßnerven. Aber das ist eben auch eine Möglichkeit, den Strang an dieser Stelle aufzulösen. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Bild. Und da sieht man, glaube ich, dann schon deutlich, dass sich der Finger jetzt dann nach oben bewegt. Richtig, jetzt sieht man schon. Das ist nicht so gehalten, sondern der geht nicht weiter. Ne? Genau, jetzt sieht man schon, was eben passiert. Der Strang ist jetzt hier verlaufen, am Kleinfinger, wie dieses Gelenk immer mehr eingezogen wird und einfach nicht mehr streckfähig wird. Und an den Mittelgelenken hier, das sind so 50 Grad, da ist dann schon so, dass man da operativ tätig werden muss, weil das Gelenk leidet, der Patient leidet und da ist es dann schon Grund, dass man diesen Strang tatsächlich dann komplett entfernt. Das ist eine richtige Operation. Also das ist jetzt ein Endstadium, wie man es besser nicht sehen sollte. Hätte man auch früher mal zum Arzt gehen können, oder? Da ist es wirklich so, dass man sich jetzt operativ sehr schwer tut. Das Gelenk ist hier hinten mit 100 Grad. Also das sind dann schon hochgradigste Fälle, wo natürlich die Operation in dem Fall besser ein gutes Stück vorher stattgefunden hat. Da kommen wir ganz kurz dazu. Was macht man bei der OP? Also wird das gesamte Bindegewebe rausgeschnitten oder wie muss man sich das vorstellen? Also man geht an sich nur an die Stränge und die Knoten ran. Also man muss natürlich die Gewebe, die hier dieses Ganze fixieren, das nicht mehr zulassen, dass es gestreckt wird, die muss man entfernen. Und das bedeutet natürlich schon größere Schnitte, die immer an der Hand im Zickzack verlaufen. Manche wundern sich ja über diese Zickzackschnitte, weil gerade Schnitte über Falten halt wieder zu Narbenkontrakturen führen. Deswegen diese Zickzack. Förmigen Schnitte und dann wird das Gewebe, was hier verändert ist, gezielt rausgenommen. Problematisch bei der Operation, weil hier alle möglichen funktionellen Strukturen, Arterien, Nerven, Sehnen mit eingemauert sind teilweise. Und da also, würde die Franzosen-Methode nicht klappen, dass man einfach ein paar Schnitte setzt und das dann wieder auseinander, dass man dann wieder... Das hängt vom Strang ab. Wie er wächst, sehen Sie am kleinen Finger hier, da geht die Franzosen-Methode jetzt, wenn man es so nennen will, nicht mehr. Also es muss geeignet sein. Also da muss man individuell dann nach klären. Der OP, alles wieder gut, kann ich meine Finger wieder strecken und erstmal kommt das denn, also wenn es ja erblich ist und so weiter, kommt das dann und langsam wächst in Schüben, kommt das dann nochmal wieder? Also muss ich damit rechnen, oder? Die Gefahr besteht leider immer, weil ich es ja in mir trage, diese Neigung. Das heißt, nach der Operation entstehen wieder Narben und die Narben können genauso wieder zu einem Düppeltrenn sich auswachsen, leider. Es gibt ein paar Faktoren, die man berücksichtigen muss, das weiß man. Einmal, die Haut, die man hinterher zunäht, muss absolut spannungsfrei sein. Man verwirft auch gern die Haut, damit das gewährleistet ist, weil jede Spannung führt wieder zu Rezidiven möglicherweise. Und man muss verhindern, dass es einblutet. Auch das führt zu frühen Rezidiven. Spannendes Thema. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren und Ihnen vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Schauen.